Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal Diesel Rail Car Simulator in der Preview-Fassung. Und das möchte ich heute mit euch jetzt mal so zusammen antesten. Ja, wir wählen uns jetzt hier erstmal eine Route aus. Also das ist ein Zugsimulationsspiel, ähnlich dem Train Simulator, aber auch noch ein bisschen anders, weil werde ich euch gleich erklären. Ich nehme jetzt mal die Full Route 2. So, jetzt hat der Entwickler gesagt, zwischen 7 und 9 Uhr ist zum Beispiel Rush Hour. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal hier 7 Uhr, zum Beispiel hier Short Urban, 21 Minuten ungefähr. Wir haben jetzt, wir fahren los hier in Everton. Und das sind jetzt 4 Haltestellen dann bis zur Haverford West. So, wir haben jetzt hier die Class 112. Die hat jetzt maximal Tonnen 120, maximal Speed 70. Hier nochmal zum Hintergrund der Geschichte von der Class 112. Wurde halt hier zum Beispiel in den 60er Jahren wurde die halt viel verwendet. So sieht die hier oben aus. Wir haben jetzt auch mehrere Waggons, 4 Stück. Ja, und dann können wir hier bei Tutorials, hatte der Entwickler mal zu mir gesagt, ich soll auf jeden Fall mal die Simple Controls ausschalten. Weil Simple Controls bedeutet, ihr habt nur 4 Tasten. Gas geben, bremsen und die beiden Hörner. Und ich habe jetzt mal die anderen Hilfen mal alle angeschaltet, außer die Simple Controls. Und dann fahren wir einfach mal los. Normales Szenario habe ich jetzt genommen. Man kann hier auch ein Rescue-Szenario nehmen. Was das genau bedeutet, muss ich mir erstmal reinfuchsen. Dann fahren wir jetzt los. Jetzt kommt der Ladebalken. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Hilfe an, dass ich ungefähr weiß, welche Tasten ich drücken muss, ne? Weil ansonsten ist das mit der fortgeschrittenen Steuerung, wenn man das nicht eingeblendet hat, welche Taste man zu welcher Zeit drückt, ist das schon sehr, sehr schwer. Also es ist schon eine richtige krasse Simulation. Hauptsächlich über diese britischen Züge. Ja, so sieht das jetzt hier aus. So, die Zeit läuft auch schon los, deswegen haben wir jetzt auch nicht allzu viel Zeit. Drücken wir jetzt erstmal K. Jetzt sind die Maschinen an. Jetzt müssen wir mit dem Pfeil nach oben auf Vorwärts stellen. Jetzt geben wir hier schon mal ein bisschen Gas. So, jetzt müssen wir hier die Bremse lösen und den Motor starten, gedrückt halten. Startet er den Motor. So, jetzt machen wir die Right Hand Engine. So, Close Throttle. So, Bremse lösen. Jetzt warten wir erstmal, bis die Bremse komplett gelöst ist. So, D-Lap Brake. So, jetzt gucken wir mal. Na, schauen wir mal. Normalerweise müsste er jetzt eigentlich langsam losfahren. Jetzt sollen wir die Bremse releasen. So, jetzt drücken wir nochmal Tab. Und jetzt geben wir gleich Gas. Bloß wir sind ein bisschen zu spät, glaube ich schon. So, mit A, Shift Down. So, und jetzt müssten wir wieder ein bisschen Gas geben. Jetzt geht's los. Ja, wir sind jetzt leider schon ein bisschen verspätet. Wir müssen jetzt versuchen, die Zeit einzuholen. Wie gesagt, wenn ihr die Tasten nachher selber alle raus habt, müssen wir runterschalten und Eingang nach oben. Manchmal ist das noch ein bisschen. Jetzt geben wir Gas. Jetzt beschleunigen wir wieder. Er versucht halt auch immer hier konstant die Geschwindigkeit zu halten. Ja, hier mit Rechtsklick könnt ihr zum Beispiel die Sichten wechseln. Helikopter. So sieht das Spiel von außen aus. Runterschalten, Eingang hoch und wieder Gas geben. Man muss nämlich immer vom Gas auf Idle stellen und dann den Gang hochschalten. So 25 dürfen wir maximal jetzt fahren. Miles per Hour steht hier links. Hier sieht man es auch nochmal, wie schnell wir gerade fahren. So, wieder runterschalten.
Eingang hoch und wieder Gas. Ja, wir können auch noch mal kurz gucken, kann euch das noch mal zeigen hier, Driving Settings. Hier können wir noch mal die Tutorials an- und ausmachen. Dann haben wir hier zum Beispiel die Grafik-Settings, habe ich jetzt alles auf Max, auch mit High-Quality, Anti-Aliasing, Reflektion, Motion Blur, Ambient Occlusion, HDR, Bloom, Target FPS habe ich jetzt auf 60, beste Quality. Und dann gibt es hier noch die General-Settings, hier könnt ihr euren Namen vergeben und den Speicherort der Screenshots. Und hier sind quasi bei Key-Configuration sind jetzt alle Tasten drin. Ja, Simple Controls gibt es nur diese vier Tasten halt. Up-Arrow Gas geben, Down-Arrow Bremsen, dann macht er den Rest quasi von alleine. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel Lap Brake ist auf D, die Bremse lösen auf E, die Bremse ziehen auf C, die Engines starten, dann hier zum Beispiel vorwärts, neutral und rückwärts fahren, ja, Gas geben, weniger Gas geben und die Gänge schalten, das ist halt alles sehr, sehr wichtig. Hier haben wir zum Beispiel mit den Hörnern Y und X. So, dann fahren wir mal weiter. Gucken mal, ob wir die Zeit noch einholen. Wir dürfen jetzt maximal 60 fahren. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen beschleunigen, damit wir wieder einen Gang hochschalten. Das kommt dann gleich. Hier sehen wir jetzt unten auf der Linie, welche Signale kommen und auch wann der Bahnsteig kommt, also wann der nächste Bahnhof kommt. So, wir müssen wieder runterschalten, Eingang hoch und wieder Gas geben. Jetzt seht ihr hier, gehen die Umdrehungen wieder hoch. Und jetzt beschleunigen wir quasi im letzten Gang, der vierte Gang ist der letzte. Hier sehen wir jetzt schon, hier müssen wir nachher halten. Wir fahren jetzt gerade 46 Miles per Hour. Ihr könnt ja auch mit 2 zum Beispiel, habt ihr hier nochmal die Außenansicht. Mit 1 kommt ihr wieder in die Kabinenansicht. Mit Linksklick könnt ihr hier ein bisschen zoomen. Mit Rechtsklick gedrückt könnt ihr euch umhören. So, da kam jetzt schon ein Signal. Das ist quasi hier die Bremse, hier ist quasi die Gangschaltung, hier ist Gas geben bzw. beschleunigen. Man kann hier leider die Knöpfe nicht selber drücken, das läuft alles über die Tasten. So, wir sollen runterschalten. So, jetzt sind wir auf Idle. Jetzt die Bremse ziehen. Lap Brake. Also Lap Brake haben wir jetzt gedrückt mit D. Da vorne ist auch schon der Bahnhof. Oh, jetzt wird es da interessant. Da müssen wir jetzt quasi zum Stehen kommen. So, jetzt haben wir die beiden Hörner gedrückt. So, jetzt müssen wir gleich stehen bleiben. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder E. D, E und C. Unten Gang. So, jetzt haben wir hier quasi auf neutral gestellt. Die Lap Brake nochmal machen. So, jetzt müssen wir quasi gucken, wann sich hier die Türen schließen. Wir sind rechtzeitig angekommen. 7.37 Uhr müssen wir wieder verlassen. Hier der andere Zug, der fährt jetzt auch gleich los. Der fährt los, der hat gerade sein Horn getrötet. Jetzt müssen wir quasi gucken, wann die Türen sich schließen, damit wir losfahren können. Hinten ist noch eine Tür auf. Die schließen sich jetzt gleich. Wenn die alle zu sind, dann können wir losfahren. Guck mal hinten, ob die jetzt auch schon zu ist. Die hinten ist zu. Jetzt sind noch die in der Mitte auf. Dann können wir gleich weiterfahren. Kurz den Sound ein bisschen leiser machen. Gucken.
So, die Tür müsste sich jetzt gleich schließen. Dann kriegen wir hier unser Signal. So, die ist zu. So, wieder Bremse lösen. So, Shift down. Und Gas geben. Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Züge. Es gibt noch den Class 122 oder 127. Können wir ja mal in den anderen Folgen mal testen. So, wir sind pünktlich losgefahren, pünktlich angekommen. Eingang hoch und wieder Gas geben. So, 7.41 Uhr haben wir die nächste Haltestelle. Und danach kommen dann noch zwei und dann sind wir durch. Wenn man das lang genug, sag ich mal, ein bisschen geübt hat, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Sag ich jetzt mal, das auch nachher schon vorausschauend zu sehen. Man kann diese Einblendung auch ausschalten. Ja, also man muss jetzt, hier sehen wir es auch nochmal, Gas haben wir jetzt 4 von 4, Gang haben wir 3 von 4, Bremse ist offen, vorwärts, Bremse 0%, Umdrehung 86%. Geschwindigkeit 34 Miles per Hour, 60 dürfen wir fahren. Das heißt, wir schalten jetzt gleich in den vierten Gang hoch. So, jetzt können wir gleich nochmal beschleunigen. Seht ihr hier, ist jetzt am gelben Rand. So, Eingang hoch und wieder Gas geben. Ja, man kann hier leider den Sound im Spiel noch nicht einstellen. Deswegen stelle ich das immer über Windows ein, den Sound. Natürlich sehr, sehr laut gerade. Mal gucken, ob wir hier noch einen Zug entgegenkommen sehen, weil wir jetzt gerade in der Rush Hour fahren. Oh, wir sind gleich beim nächsten Bahnhof. Schnell wieder hier ins Cockpit rein. So, jetzt müssen wir schnell bremsen. Ah, wir sind glaube ich zu schnell, wa? Muss er krass abbremsen. Da vorne müssen wir auf jeden Fall zum Stehen kommen. Ja, wir sind recht schnell. Aber er bremst jetzt langsam runter. So, auf neutral stellen. Ah, wir sind ein bisschen zu schnell. Ein bisschen zu schnell. So, Release Brake. So, jetzt müssen wir wieder auf die Türen achten. Wir sind rechtzeitig angekommen. Und ich denke, wir werden auch rechtzeitig wieder losfahren. Ja, ist manchmal ein bisschen verwirrend, wie schnell unten das angezeigt wird. Deswegen vielleicht am Anfang vielleicht für euch am besten erstmal mit Simple Control zu fahren, dass er quasi hier alles alleine einstellt. Ja. Vielleicht am Anfang am besten. Wenn wir mal hier die anderen Kameras mal durchgucken. Passenger-Kamera. So sieht der Zug von innen aus. So, wir müssen glaube ich gleich los. Was macht er jetzt? So, Bremse lösen. So,
er jetzt macht. Shift down. Und Gas geben, denke ich, ne? Genau, jetzt fahren wir wieder los. So, wir sind. Ob wir jetzt rechtzeitig losgefahren, zeigt ja schon gar nicht mehr an. Ich glaube, wir sind aber rechtzeitig losgefahren. So, jetzt müssen wir wieder hochschalten. Immer wenn er am Rand, also wenn die Umdrehungen hochgehen. Oha, jetzt haben wir hier ganz schön Wackel. Ganz schön gewackelt hier zwischendurch. Oha. So, jetzt geht er gleich wieder in den gelben Bereich. Dann müssen wir wieder hochschalten. Das hat man nachher schon so langsam raus, weil man hochschalten muss. Da kommt jetzt ein rotes Signal. Hier können wir dann 50, da müssen wir auf 40 runter. Aber ich finde es eigentlich ganz schön gemacht, auch schön animiert. Kommt jetzt in den Early Access für 14,99 €. Okay. Haben wir jetzt, glaube ich, gerade hier umgeschaltet. Ja, also 14,99 € bei Steam. Ich stelle auf jeden Fall mal die Steam Store Seite mit unten rein in der Beschreibung. Da ist recht laut jetzt gerade wieder, ne? Sind wir auf dem höchsten Gang. Ich versuche gerade noch mal den Sound ein bisschen leiser zu machen hier. So, jetzt haben wir quasi maximale Beschleunigung. Wieder runterschalten auf Idle. Höher schalten. Da kommt jetzt schon einer uns entgegen. Jetzt müssen wir bremsen. Wir müssen jetzt runter auf unter 40. D-Lab, Release, D-Lab, Apply. Bremst da schon krass runter. Wieder auf D gestellt. Ja, hier müssen wir krass runterbremsen. Jetzt können wir, glaube ich, wieder Gas geben. Das ist halt wegen der Kurve hier, da müssen wir ein bisschen runterbremsen. Jetzt müssen wir eigentlich die Gänge wieder runterschalten hier. Shift down. Shift up auf 2. Okay. Und Gas geben. Ich glaube. Hier müssen wir auch nochmal ein bisschen runter beschleunigen hier auf 25. Wegen der Kurve. Sollen wir jetzt nochmal? Ich glaube, jetzt nachher müssen wir wieder runter beschleunigen. Ja, das war jetzt gerade mein Twitch-Follower-Sound. Sorry dafür. Das kann halt mal passieren, dass das auch mal im Offline-Modus passiert. Ich glaube, wir müssen wieder Leertaste drücken, oder? Nee. Aber hier ist halt. Mal schauen. Oh, oh, oh. Das war aber ziemlich schnell. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Vorne kommt nachher auch schon die nächste Station, hinten in der Kurve, glaube ich. Jetzt müssen wir unser Signal wieder. Wir haben jetzt gerade wieder ABS gesetzt. Jetzt müssen wir den Gang auch, glaube ich, gleich wieder runterschalten. Ja, es hat wirklich eine richtig krasse Simulation. Auch wie sich der Zug hier so verhält, finde ich echt geil gemacht.
Ja, ab 8. März kommt das auf Steam. So. Aber jetzt müssen wir gleich wieder... Ah, der nächste Bahnhof kommt jetzt gleich. Ja, die Hilfe ist wirklich Wahnsinn hier unten mit den Tasten. Weil ansonsten wäre das, glaube ich, richtig schwer. Also wenn man da keinen Hinweis hätte... Boah. Da müsste man erstmal komplett den Ablauf einstudieren, wann man wie bremst. So, wir sind jetzt gleich da. Sind wir aber ganz schön langsam hier. Sollen wir jetzt hier stehen bleiben? Lol. Wir hatten ja jetzt so krass runtergebremst hier. Wir müssen eigentlich da vorne stehen bleiben. Sind wir jetzt im Bahnhof? Wir sind doch gar nicht... Das war, glaube ich, jetzt ein bisschen fehlerhaft. Da kommen wir, glaube ich, ein bisschen zu spät an. Ja, manchmal ist das halt noch ein bisschen verwirrend, manchmal mit den ganzen Tasten. Hier vorne müssen wir jetzt stehen bleiben, da ist der Bahnhof. Kommen wir leider eine Minute zu spät, ein bisschen schade. Haben wir nicht ganz geschafft. Aber wenn man die Steuerung nachher selber drin hat, dann ist man da nicht mehr angewiesen auf die Hilfe. Wir sind noch ein bisschen zu schnell, glaube ich. Vielleicht doch, jetzt sind wir richtig. Alles gut. Sind zwar eine Minute zu spät. Eine Minute leider zu spät. D-Lab. D-Lab Break. Mal gucken, ob wir hier wenigstens relativ zeitig wieder losfahren können. Weiß nicht, ob die Türen noch auf sind. Die Türen sind noch auf. Noch können wir nicht losfahren. Die Leute haben nämlich immer eine Minute Zeit zum Einsteigen. Oh, die Türen haben sich geschlossen. So, jetzt sollten wir eigentlich den Gang einstellen und dann soll es losgehen hier. Los geht's. Ja, wir sind noch zeitig losgekommen, gerade so. So, jetzt kommt die letzte Station und dann bleiben wir da quasi, ist unsere Endstation, dann bleiben wir da stehen. So, 40 dürfen wir jetzt fahren. Hier vorne kommt zwar nochmal eine Einschränkung. Nochmal ein rotes Signal. Bisschen früh hier, ne? Ja. Wieder runter. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir gleich stehen bleiben. Gucken. Da hinten ist der Bahnhof zu Ende. Sind wir runter. Lap Break. Ah, noch sind wir von der Geschwindigkeit eigentlich okay. So, wieder Bremse lösen. Auf neutral schalten. Eigentlich müssten wir jetzt noch ein bisschen Gas geben. Eigentlich sollten wir jetzt noch ein bisschen Gas geben. Wir sind jetzt... Und Gas geben eigentlich. Ja, Gas geben. Wollte ich doch sagen. Ja, bloß nicht zu schnell beschleunigen.
Aber ist echt krass, wie der das hier. Oh, Bremse bestätigen, aber wir sind noch ein bisschen zu langsam, würde ich sagen. Wir sind noch zu langsam. Da hat er leider nicht so gut gebremst. Oder zu stark gebremst. Sollen wir ein bisschen beschleunigen? Ein bisschen noch vorwärts fahren. Das üben wir auf jeden Fall hier nochmal. Jetzt sind wir richtig. So, neutralen Gang einstellen. Jetzt haben wir es geschafft. Aber wir sind, glaube ich, nicht richtig auf Zeit. Wir sind zu spät. Ja, da sehen wir es jetzt auch gerade nochmal. Hier sind wir leider eine Minute zu spät. Hier auch eine Minute zu spät. Hier haben wir es alles geschafft. Da auch. Da auch. Ja, wie gesagt, Tutorial Penalties zum Beispiel hier. Repeat Control Screens on Screen. Repeat, also das ist quasi, das macht immer Minus, weil wir halt so ein paar Hilfen haben. Ja, das war erstmal so die Folge. Für mich, ich habe jetzt einen Score von 5000 geschafft. Und hier kann man jetzt nochmal watchen. Kann man nochmal ein bisschen zugucken hier. Sind wir auf jeden Fall reingekommen hier. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Einschalten. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da schon mal einen kleinen Einblick verschaffen. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.